Immer wieder erreicht mich die Frage, wie viele Leitungen oder wie viele Klemmen in so eine Dose rein dürfen. Zu dem Thema gleich. Ich habe vorher noch zwei, drei andere Sachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PB Info. Das Format, wo es um euch geht, um eure Fragen. Ich starte mal unter dem jeweiligen PB Info Video, unter dem Hashtag PB Info eine Frage stellen. Ich suche mal die raus und schaue, dass ich so viel wie möglich beantworten kann. Beginnen möchte ich heute mit einer Frage von Thomas Sumser. Hallo, was halten Sie von FI-Schutzschalter-Steckdosen? Die erste Antwort, die mir einfällt, ist viel zu teuer. Die zweite Antwort, die ich dir geben möchte, ist, die haben ihre Daseinsberechtigung. Es gibt Situationen, auch ich habe die schon verbaut, wenn man zum Beispiel in einer Altanlage eine Nullung in einem Bad irgendwo dann trotzdem irgendwo eine Steckdose drin dazu machen möchte, kann man da diese Nullung ja auftrennen und kann da so eine Steckdose einbauen. Allerdings ist halt sowas in meinen Augen nur in Ausnahmefällen möglich. Man muss die Situation anschauen, ob es nicht bessere Lösungen gibt. Aber grundsätzlich bin ich froh, dass es sowas gibt. Weitermachen möchte ich mit einem Kommentar vom Lars. Der hat übrigens den Hashtag richtig gesetzt. Vielleicht mal ein Thema für PB Info oder gar für ein separates Video. Es gibt unter Elektrikern manchmal unterschiedliche Ansichten, ob LS und RCD eine Einbaurichtung, also die Zuführung oben oder unten, haben oder nicht. Nach seiner Ausbildung und Erfahrung ist es egal, jedoch habe ich neulich einen FI-Schalter-Typ B gehabt, in der Anleitung eindeutig die Einbaurichtung angegeben war. Was ist deine Erfahrung? Ganz genau die gleiche bei den Standard-FI-RCD-Typ A, die man im Wohnhausbereich bis jetzt eigentlich verbaut hat, im Wohnhausbereich noch meistens baut, spielt das überhaupt gar keine Rolle. Um ein und aus, vollkommen egal. Wichtig ist, alle Zuleitung inklusive Neutralleiter, oben und unten außer oder umgekehrt, nicht eine Phase da, eine unter, eine oben, Neutralleiter, dies nicht. Natürlich alle drei Außenleiter mit Neutralleiter in derselben Seite rein und in derselben Seite wieder raus. Ist bei den Sicherungen, bei den Leitungsschutzschalter, da muss man allerdings aufpassen, es gibt mittlerweile Hersteller, die Querschnitte beschränkend. Das heißt, wenn oben in dieser Sicherung oben der Abgang gedacht ist, kann durchaus sein, dass bei der 16 Ampere Sicherung da maximal zwei Stück 2,5 Quadrat reinpassen. Muss man bauformabhängig anschauen, aber bei einem Leitungsschutzschalter ist einfach komplett egal. Anders ist natürlich bei Typ B FI, Altstromsensitiv, sagt man dazu, die haben da Elektronik drin, die brauchen da eine Spannungsversorgung. Das heißt, wenn die ausschalten, muss nach wie vor, weil im Eingang, das wird ja der Ausgang abgeschaltet. Der Eingang hat dann nach wie vor eine Spannung da, damit er das registrieren kann, wenn man wieder einschaltet und so weiter. Der hat eine Elektronik. Die haben definitiv eine Einbaurichtung, da muss man schauen, von oben Zuleitung nach unten meinetwegen raus. Übrigens, was feine wissen, es spielt grundsätzlich im Stromkreis keine Rolle, ob der Leitungsschutzschalter vor oder nach dem FI ist. Man kann ohne weiteres zuerst einen Federstromschutzschalter machen und danach die ganzen Sicherungen oder auch umgekehrt. Spielt grundsätzlich keine Rolle. Gesponsert wird das heutige Video von Elektrowandelt. Elektrowandelt ist ein Online-Elektrofachhandel, bei dem nicht nur Gewerbe einkaufen darf, sondern auch jeder Private. Ich kaufe mittlerweile fast alles vom Elektrowandel, weil ich erstens super gute Preise kriege und schnelle Lieferzeiten. Vor kurzem habe ich ein Video gemacht, da ist um Erdung der Photovoltaikanlage, das Gestell, Module und so weiter gegangen. Darauf hat sich der Stan Libota und der Klaus Schulz gemeldet. Der Stan, gehe jetzt einmal schwer davon aus, hat das Ganze nur einfach ironisch gemeint. Vom Klaus war die Frage ernst gemeint, der Stan hat geschrieben, meine Unterkonstruktion ist aus Holz, muss ich dich auch erden? Stan, muss ich dazu sagen, ja, musst du auch erden, in deinem Fall bin ich mir sicher, hast du einen Holzkopf, den musst du auch mit erden. Klaus Schulz, wenn ich meine PV-Module auf einer Holzladung befestige, brauche ich aber keine Erdung. Selbstverständlich brauchst du dann keine Erdung. Mittlerweile habe ich mir sagen lassen, es gibt einige Modulhersteller,
die explizit draufschreiben, dass das Modul geerdet werden muss, dann müsstest du die Module erden und müsstest von Modul zu Modul durchbrücken ohne das Gestell. Aber wir bei so vielen Sachen, es gibt einmal die Vorschriften und es gibt aber übergeordnet bei den Dingen natürlich die Produktvorschriften, die der Hersteller vorschreibt. Nur der Hersteller kann ja sagen, mein System funktioniert jetzt so und so und ist so gedacht, da brauchen wir Erdung oder da brauchen wir keine. Also grundsätzlich bei den Sachen einmal Vorschriften, ganz klar, das habe ich in dem Video genau erklärt und dazu natürlich die Herstellerangaben. Zu diesem Thema, zu dieser Frage, die kriege ich wirklich in der Woche ein paar Mal gestellt. Da habe ich schon mal ein sehr, sehr ausführliches Video dazu gemacht. Das verlinke ich an erster Stelle. An erster Stelle unten verlinke ich das, da könnt ihr euch die genauen Details anschauen. Ich habe das schon mal erklärt, es gibt da gar keine Vorschrift von VDE-Seite her, wo es rein darf, aber man muss die Herstellerangaben beachten. Und bei ganz viel, also bei den Dosen, namhafter Hersteller, ist zum Beispiel so, sieht man jetzt nicht, ist das in den Deckel eingestanzt und auch auf dem Boden dieser I12 leer. Ich blende jetzt da mal kurz Foto ein. Jetzt dann genau drauf, zum Beispiel bei Querschnitt 1,5 dürfen 8 Klemmen rein oder 24 Leiter. Bei Querschnitt 2,5 dürfen 6 Klemmen rein oder 20 Leiter. Das Leiter betrifft einzelne Adern. Da herin haben wir jetzt 1, 2, 10, 10, das sind jeweils 5er, 10 Leiter, 10, 16, 17, 18, 19. 19 Leiter. Haben lauter 1,5 Quadrat, 20 Leiter würden reinpassen dürfen. Das Ganze, je nach Schaltung, je nach System, kann aber durchaus sein, dass zum Beispiel mehr Leitungen rein dürfen, aber nur 8 Klemmen. Da sind jetzt nur 5 Klemmen drin. 6 Klemmen, würde das also so passen. Auch bei größeren namhafte, größeren Dosen und so weiter, steht das gleiche um mit Querschnitt, Leiter und Klemmen. Auch auf schwarze Unterputzdosen oder Hohlwanddosen ist das überall vorgegeben. Wie gesagt, ich verlinke das nochmal. Das erste Video in der Videobeschreibung, der erste Link ist dieses Video. Übrigens mein bestes Video auf meinem Kanal von den Aufrufen her. Da kann man sich das einmal anschauen und dann kann man mehr erfahren. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Teil der PW-Info-Videos. Das ist die konstruktive Kritik. Zum Beispiel hat der Big Franz, das hört sich irgendwie an wie ein aufblossener Wasserkopf. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat der Big Franz geschrieben, du laberst zu viel und verbrauchst zu viel Sauerstoff. Tipp, etwas weniger. Also etwas weniger labern oder etwas weniger Sauerstoff oder wo es genau meinst jetzt du, Big Franz? Ich bin jetzt nach dem Kommentar ganz sicher, du hast einen Big Wasserkopf. So kommst du halt einfach rum. Aber ich muss mich wirklich bedanken, das ist eine sehr konstruktive Kritik. Ich versuche, dass ich die annehme. Werde da mal zwei, drei schlaflose Nächte haben, werde überlegen, wie ich das umsetzen kann. Was genau umsetzen eigentlich? Weniger labern. Okay, schauen wir mal. Jetzt kommt der T. Eigner, der hat geschrieben, tja Helmut, dieses Video ist nahe dran an der Verarschung. Da ist um das Video gegangen, Balkon zu laub, das Mist ist oder ob der Holger Laudelei recht hat. Er schreibt dann, man braucht keinen fast allwissenden Elektriker, danke, um so einen Inhalt zu erzeugen. Das ginge in der verbrauchten Zeit deutlich informativer. So ist es tatsächlich nur ein Werbevideo für Holger Laudelei, was ich dann ja doch wieder gut finde. Also, T. Eigner. Auch da muss ich jetzt sagen, muss ich wieder mit dem nötigen Respekt an diese konstruktive Kritik herangehen. Nur leider Gottes schreibst du mir nicht rein, was du wünschst, was besser ist, was du gern hättest. Ich kann dir jetzt zum Beispiel allerdings die Auswertungen von dem Video zeigen. Das Video ist jetzt 40 Tage alt.
In den letzten 40 Tagen ist es fast 238.000 Mal aufgerufen worden. Das sind knapp 80.000 Aufrufe mehr als gewöhnlich der Durchschnitt von den Videos. Also so gesehen, ist das schon mal richtig, richtig gut. Richtig gutes Video für mich. Das Video hat mir bis jetzt 611 neue Abonnenten eingebracht. Dieses Video hat bis jetzt 1.517 Euro verdient. Auf dieses Video habe ich bis jetzt 18.786.000 Stunden Wiedergabezeit. Das sind fast 6.300 Stunden mehr Wiedergabezeit wie der Durchschnitt der anderen Videos. Ich habe auf dieses Video, mag ich nicht, also Daumen nach oben, Daumen nach unten, der Kanaldurchschnitt hat 96,8% Daumen hoch und auf dieses Video habe ich 96,7% Daumen hoch. 96,7% Daumen hoch. Schon, finde ich, eine traumhaft gute Quote. Jetzt, Herr Eigner, möchte ich gern wissen, was genau ich jetzt von deiner konstruktiven Kritik ich annehmen soll. Ich soll kürzere Videos machen, anderen informativen Inhalt und damit riskieren, so ein gutes Video nicht mehr auf Füße zu stellen. Nicht so viel zum Verdienen, nicht so viele Aufrufe zu haben, nicht so viele Abonnenten pro Video zu bekommen. Ich muss da sagen, das einzige absolut Unwichtige und Uninteressante an dem ganzen Video war dein Kommentar. Dein Kommentar war so wertlos wie ein Papst seit... Entschuldigung, darf ich nicht sagen. Also, das heutige Video wurde gesponsert von Elektrowandelt. Elektrowandelt ist ein Elektrofachhandel, bei dem nicht nur das Gewerbe einkaufen kann, sondern jeder Private auch. Am besten dabei gefallen mir die niedrigen Preise und die schnellen Lieferzeiten. Vielen Dank. Jungs und Mädels, das war's von dem Video. Das Format PW Info kommt jetzt wieder regelmäßig. Wer scharf drauf ist und noch nicht hat, darf den Kanal jederzeit kostenlos abonnieren. Dann wird es benachrichtigt, wenn ihr Glocken eingeschaltet habt, wann wieder so ein Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst euch nicht verarschen, auch nicht vom Tee-Eigner. Für euch, Servus.